Hallo und herzlich willkommen. Leichter Leben, Zeit für mich mit einem bunten Programm für Sie heute. Ich freue mich sehr, Friedbert Becker ist bei uns. Er ist Ausbilder für Hypnose-DK-Verfahren. DK steht für direkte Kommunikation und Selbstheilungstrancen. Wir werden mit dir natürlich über die direkte Kommunikation, über deine DK-Verfahren sprechen. Wir werden eine Faszinationstrance erleben und wir werden mit dir den magnetischen Pfad beschreiten. Sehr gespannt, was uns da so alles heute wieder blüht. Ist ja immer spannend, wenn Friedbert im Studio ist. Genauso spannend ist es übrigens auch, wenn Wolfgang Seppelt bei uns ist, denn er ist Chefdramaturg und Co-Intendant des Berliner Kriminaltheaters und hat uns ein neues Stück mitgebracht und auch eine Mordwaffe. Ja, also ich bin sehr gespannt. Ein Mord wird angekündigt, auch von Wolfgang. Was uns da wohl erwartet. Uns erwartet auch noch eine wahre Geschichte und der Hexenkalender mit Stefanie Gralewski in ihrer Doppelfunktion. Das macht sie immer ganz hervorragend. Und im Hexenkalender stellen wir heute das islamische Neujahrsfest vor. Ja, da wird Steffi uns dieses Fest ein bisschen näher bringen. Bin ich schon sehr gespannt. Wir sind ja schon weit fortgeschritten im Jahr. Im Islam fängt das neue Jahr jetzt an. Mensch. Siehst du, so unterschiedlich ist das in den Kulturen. Du bist auch ein Mensch, der Kulturen, auch andere, sehr gut kennt. Denn du lebst nicht mehr in Deutschland, sondern seit vielen, vielen Jahren ja, in Brasilien ja, und seit Uruguay. 15 Jahren in teils Brasilien, teils Uruguay. Meiste Zeit in Brasilien. Ein etwas anderes Leben, ne? Ja, entspannter, ruhiger, schöner, wärmer. Und trotzdem zieht es dich immer mal wieder nach Deutschland? Eigentlich jedes Jahr bist du regelmäßig? Ja, wir kommen ein, zwei Mal im Jahr zu Seminaren nach Deutschland. Ja. Aber ich bin immer wieder froh, wenn ich drüben bin. Weil es dann doch entspannter ist. Wobei du natürlich insgesamt ein sehr entspannter Mensch bist und dir auch in etwas unruhigeren Umgebungen Entspannung zugute führen kannst mit den Methoden, die du für andere entwickelt hast, die du ja auch bei dir selbst anwendest. Ja. Das kann man machen, ne? Kann man machen. Also sollte man bringst machen. Bringst du dich selber dann immer schön auch mal in eine Trance? Ja, das ist zwar nicht mehr so formell, wie man das kennt. Ist mit der Zeit genügt allein der Gedanke so, jetzt muss man runterkommen, dann läuft das automatisch ab. Genau, wenn man das über so viele Jahre betreibt, dann braucht man eben nicht mehr dieses, okay, ich mache jetzt Selbsthypnose, dieser ganze Ablauf, den braucht man dann nicht mehr. Kannst dann entspannte Zustände relativ schnell abrufen. Das DK-Verfahren, direkte Kommunikation, habe ich vor ein paar Jahren das erste Mal so gehört, konnte da erstmal gar nichts mit anfangen, dann lag es so ein bisschen beiseite und Anfang des Jahres habe ich dann gedacht, ich würde es das erste Mal lesen und habe vor kurzem festgestellt, Mensch, das hatte ich vor ein paar Jahren. Habe ich mir das schon mal irgendwo notiert und dieses Jahr war es dann aber an der Zeit, okay, direkte Kommunikation, das scheint was für mich zu sein. Habe das auch erlebt, habe da mit mir selbst gearbeitet und sehr, sehr spannende Erfahrungen gemacht. Wie bist du auf direkte Kommunikation gekommen und wo ist der Unterschied zur Hypnose? Ja, ursprünglich ging es mir darum, die Hypnose zu verkürzen. Das heißt, wenn man jeden Tag mit Leuten arbeitet und eine normale Hypnose-Einleitung, das dauert dann ziemlich lange. Also war der erste Schritt, die Einleitungen zu verkürzen, immer mehr zu verkürzen. Irgendwann habe ich festgestellt, man braucht das gar nicht. Das heißt, unser Unterbewusstsein ist ja ständig präsent und man kann dem Unbewussten direkt Fragen stellen und das antwortet dann auch direkt. Und man kann also auf diese ganze formelle Hypnose, auf die ganze Entspannung und so weiter verzichten. Das hat auch den Vorteil, dass es gibt ja immer noch viele Menschen, die Angst haben vor Hypnose. Und gerade Menschen mit Problemen, die haben in der Regel auch Probleme zu entspannen auf Kommando. Mhm. Und eben, indem man das Unterbewusstsein direkt fragt, was brauchen wir, um eine Sache, ein Problem zu harmonisieren. Und umgeht man diese ganzen Probleme. Und es ist also eine ziemlich schnelle Sache. Ist dann direkt drin im Prozess. Frage natürlich, wenn du so sagst, man spricht direkt mit dem Unbewussten, ist dann, bin ich als Klient der dir gegenüber sitzt, also bin ich da völlig außen vor und kriege ich da gar nichts mehr von mit, weil irgendwie was aus meinem Bauch spricht oder was nein, spricht dort? Das Unbewusste ist ja sowieso immer präsent. Das heißt, selbst wenn wir bewusstlos sind, zeichnet das Unbewusste alles auf. Jede Minute, jede Sekunde ist abrufbar. Und indem wir eben das Unterbewusstsein direkt ansprechen, das ist, wenn ich jetzt frage, zum Beispiel, angenommen, du schilderst mir irgendein Problem und ich frage, was brauchen wir das jetzt, um das zu lösen,
dann werden die ersten Antworten sind meistens ja keine Ahnung oder ich weiß nicht, aber man braucht die Frage einfach nur zwei, dreimal wiederholen. Und dann kommen in der Regel, das ist dann so unterschiedlich, entweder Bilder oder es kommen ganze Szenen oder es macht sich einfach nur ein Gefühl breit. Und damit arbeitet man dann sich langsam rein, immer tiefer rein. Es entsteht dann teilweise zwangsläufig auch nicht raus. Und man fragt eben das Unbewusste, was brauchen wir? Und handelt entsprechend. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das Unbewusste des Menschen selbst am besten weiß, was, wann, wie geschehen muss, um zur Harmonie zurückzufinden. Genau, wenn du das eben genau ansprichst, das Unbewusste direkt ansprichst, löst du quasi Suchprozesse aus. Das Unbewusste guckt dann, okay, was braucht es tatsächlich, was für eine Situation hat es da mal gegeben. Und dann ist es, wie du das schilderst, es kommt, je nachdem, welchen Kanal man selber so bevorzugt, kommt dann möglicherweise ein Bild, eine Situation hoch und die kann ich dann als Klient dir schildern. Oder vielleicht kommt auch nur ein Gefühl hoch, ich habe so Magengrummeln oder irgendwas. Also all das, was mit mir passiert, also sehr aufmerksam sein, was es da für Veränderungen gibt, was hochkommt und das dir dann einfach schildern. Und dann kann man mit diesem Prozess dann so weiterarbeiten. Wird weiter gefragt, eben bis man zur Lösung kommt. Du hast ja gerade auch so im Nebensatz erwähnt, das Unbewusste zeichnet immer auf, auch wenn man bewusstlos ist. Das sind genauso diese Geschichten, die dann immer passieren in Operationen, wenn man also komplett in einer Vollnarkose ist, eben völlig weg ist. All das, was in einer Operation passiert, das kriegt man mit. Das Unbewusste zeichnet das mit auf. Und wenn da Sachen passieren, die vielleicht nicht so toll sind, oder Sätze fallen wie... Den können wir eigentlich gleich wieder zumachen, das wird nichts mehr. Kann große Probleme geben. Das zeichnet das Unbewusste also auf. Genau. Es ist also so, das sind sogenannte latente Programme in alles, was wir in Zeiten von eingeschränkter Bewusstheit, das können OPs sein, das kann Bewusstlosigkeit sein, extremer Stress und so weiter. Alles, was wir da aufnehmen, das wird nicht richtig abgelagert. Mhm. Also das sinkt in uns rein und kann jederzeit durch ähnliche Sinnesreize wieder wachgerufen werden. Das heißt, bleiben wir bei den OP-Erlebnissen. Es kann sein, dass jemand in der OP diese Situation erlebt, die du gerade geschildert hast, und vielleicht 20, 30 Jahre später jemanden im Krankenhaus besucht. Mhm. Und allein der Geruch, Krankenhausgeruch, kann es Klick machen und dieser Satz wird lebendig. Mhm. Und dieser Mensch hat plötzlich Angst ums Überleben. Also es kann alles Mögliche sein, das kann man nie voraussagen. Ja, und weiß dann eben nicht, wo das herkommt. Dann überlegt man sich immer, was war jetzt in den letzten Tagen, dass ich jetzt plötzlich das habe. Also das wird immer schlimmer. Man dann auch in keinen zeitlichen Zusammenhang mehr. Ne? Und wir machen also die Sache bewusst. Das heißt, wir füllen diese Erinnerungslücken. In dem Moment, wo der Mensch erkennt, das hat der Arzt oder wer auch immer in der Situation gesagt, dann macht es Klick und die Angst oder was auch immer das Problem war, ist verschwunden, kommt auch nie mehr wieder. Ist also eine reine Verständnisfrage. Man muss es nur einmal wieder erlebt haben und dann verstehen. Einfach. Du hast dankenswerterweise also unter mehrere Bücher geschrieben, unter anderem auch zum DK-Verfahren, zur direkten Kommunikation. Hast uns aber, wir werden ja nachher noch ein paar andere Dinge mit dir erleben, ein Buch Hypnogene Zonen und Mesmerismus mitgebracht. Mhm. Können wir gleich auch noch ein kleines bisschen drüber sprechen. Dieses Buch stellst du dankenswerterweise in der Verlosung zur Verfügung. Liebe Zuschauer, wenn Sie einmal nachlesen möchten, was hypnogene Zonen und Mesmerismus ist, von Friedbert Becker, einfach anrufen. Und Sie sehen, da lag noch was neben dem Buch. Wolfgang Seppelt war so lieb und hat auch noch zwei Eintrittskarten für das Berliner Kriminaltheater spendiert. Da können Sie sich dann im Spielplan mal ein Stück aussuchen, das Sie gerne besuchen wollen. Vielleicht ja das Neue, ein Mord wird angekündigt. Erst einmal sollten Sie eine Frage beantworten, nämlich was ist das Spezialgebiet von Friedbert Becker? Ist es A, Tortendekoration oder B, Hypnose? Finde ich immer sehr interessant, wie die Redaktion so auf diese Antworten so kommt. Tortendekoration, sehr spannend. Baha war das, ja. Wollen wir mal namentlich an dieser Stelle nennen. Unter der 01379881404 können Sie uns erreichen und aus Österreich und der Schweiz unter der 09010501900. 18 Jahre sollten Sie alt sein, wenn Sie bei uns mitmachen möchten. 50 Cent kostet der Anruf aus dem Mobilfunknetz. Das wissen Sie, kann es immer etwas teurer sein. Bis 15 Uhr. Sind die Leitungen geschaltet und die Teilnahmebedingungen finden Sie wie immer auf astro-tv.de.
www.hypnose-zu-verkürzen.de. Viel Erfolg. Wolfgang Seppelt ist bei mir. Hallo. Chefdramaturg und Co-Intendant des Berliner Kriminaltheaters. Und du hast dir wieder ein schönes, wunderbares neues Stück aus den Rippen geschnitzt. Na, neu ist das Stück nicht. Es ist ein Miss Marple-Stück. Ein Miss Marple-Stück. Agatha Christie ist ja auch schon ein paar Jahre nicht mehr unter uns. Und nein. Das ist schon, ich weiß jetzt gar nicht genau, aber es ist 50er Jahre auf jeden Fall. Aber man muss es ja immer adaptieren für die Bühne. Das ist ja auch nicht Das hat sie teilweise selbst gemacht. Ah, okay. Ja. Sie hat also ihre Romane, weil sie dachte, sie kann es auch am besten, hat sie selbst in dramatisierte Form umgewandelt. Dieses Stück auch? Ein Mord wird angekündigt? Ja. Also musstet ihr gar nicht so wahnsinnig viel verändern? Naja, das ist sicherlich jedes Theater, jede Bühne ist anders. Allein die Bühnengröße entscheidet über gewisse szenische Vorgänge. Mhm. Da muss man schon verändern und etwas tun am Text. Und dann natürlich, auch einstudieren den Text und die Abläufe. Das ist dann auch immer ein intensiver Prozess. Das ist die Aufgabe. Wie lange hat es gedauert, bei Ein Mord wird angekündigt, bis das alles jetzt gesessen hat? Die szenischen Proben, das heißt also da, wenn dann alles eigentlich, alles Gedankliche vorab fertig ist, die szenischen Proben sind 6 bis 8 Wochen. Ja, also je nach Stücklänge, je nach Umfang. Aber ein bisschen was zu tun. Mit Endproben bis zur Premiere sind es dann 8 Wochen. Ja. Und die Premiere findet nächste Woche Donnerstag, glaube ich. Nächste Woche Donnerstag. Mit Premierenfeier. Man kann sich noch Karten sichern oder seid ihr schon? Ja, es ist schwierig zur Premiere. Da sind meiner Meinung nach vielleicht noch 2 Einzelne, die noch nicht verkauft sind. Aber vielleicht einfach mal probieren. Aber wir spielen ja dann gleich drauf los. Ich spiele ein ganzes Freitag. Also ich meine, so ein Stück, das muss sich ja auch lohnen, wenn man es einstudiert den hat. Wie lange soll es laufen? Ja, das, ich hoffe, lange. Weil wir haben ja Erfahrungen mit Agatha Christie. Die Mausefalle haben wir inszeniert im April 2001. Ja. Und die haben wir immer noch im Spielplan. Ist natürlich ein Sonderfall, wie in London selbst auch. Da spielt man das Stück ja seit 1952, das sind also auch schon ein paar Jährchen, und da jeden Tag. Ja. Wir spielen ja Repertoire, das heißt verschiedene Stücke, also jeden Tag eigentlich Wechsel, aber bei der Premiere oder nach der Premiere geht es gleich in die Vollen sozusagen. Am Freitag spielen wir dieses Stück mit Miss Marple, am Sonnabend gleich 2-mal und am Sonntag um 17 Uhr, das heißt also da gibt es noch ein paar Karten. Da kommt man schon mal rein. Ach, guck mal, wir haben auch einen kleinen Film mitgebracht. Da sieht man den Eingang vom Kriminaltheater. Das ist im Prinzip der Hof. Das ist der Hof, genau. Da findet ja auch immer mal ein Hoffest statt. Ja, das hatte genau. Ich auch vor kurzem. Schönes altes Gebäude, ein ehemaliges Umspannwerk, total saniert und zu einem Kultur- und auch Büros sind dort drin und Gaststätte vor allen Dingen. Ja, sehr lecker. Kann man vor der Abendvorstellung kann man erstmal lecker. Vielleicht da im Restaurant noch was essen gehen. Wirklich sehr gutes Restaurant, sehr, sehr gutes Restaurant. Da sieht man es links, da sieht man die Decke des Restaurants. Und rechts ist dann die Bühne, da ist unser Theater, genau. Und da sieht man die Deko von der Premiere jetzt schon mal probeweise aufgebaut. Ein Mord wird angekündigt. Eure Regie? Unser Technik- und Regieraum, genau. Mit viel, viel Licht. Das Licht und Ton, nicht? Das ist ganz wichtig. Punktuell gesetzt wird, klar. Wir haben, glaube ich, noch im Einspieler sind, glaube ich, auch noch die Katakomben zu sehen. Das ist natürlich auch ganz spannend. Ja, lass uns mal reingucken, wo die Katakomben sind. Da geht es nämlich noch weiter in die Tiefen. Ja. Ihr seid ja im Erdgeschoss und dann geht es für die Schauspieler ins Untergeschoss. Da sind die Garderoben, die Maske. Und auf gar keinen Fall das Phantom der Oper, da ihr ja keine Oper seid, sondern ein Theater. Ja, das Phantom des Theaters vielleicht, das... Ist das da schon mal aufgetaucht? Also ja, ich habe es schon öfter gesehen, im Unterbewusstsein. Da können wir nachher gerne mit dir auch mal eine Trance machen und mal gucken, ob das Unterbewusstsein uns verrät, wo sich denn das Phantom des Theaters aufhält. Du hast eine Mordwaffe mitgebracht. Ja. Es ist nicht nur irgendeine, sondern eine ganz besondere? Das ist eine besondere. Also ich werde das jetzt mal demonstrieren. Ja. Und zwar werde ich dich jetzt einfach erstechen, nicht? Ha! Jetzt müsstest du tot sein oder zumindest Blut müsste kommen. Das ist natürlich, sehr schön macht er das. Wir müssen mit dem Regisseur noch ein bisschen arbeiten. Das aber, und natürlich, ich brauche da noch Theaterblut. Ne? Genau, das ist der Trick natürlich. Das ist
Mechanismus. Es ist auch nicht scharf. Nein, das ist auch. Wir wollen ja nicht. Wir tun keine Metallklinge, ja, genau. Wir tun ja nur so, als ob. Ja, und man sieht es ja dann, man sieht es nicht, dass das jetzt hier keine. Für den Zuschauer sieht das blank und scharf aus und das soll auch so sein. Ich soll mich anschauen. Nein, ja, das ist auch nicht gut. Ne? Also können wir natürlich mal die Regie sagen, doch, in den Bauch, in den Bauch. Ich mache mal eine kleine Oberschenkelamputation hier. Und jetzt ist das Messer, guckt hinten raus, ich kann es sehen. Es guckt hinten raus, ja. Guck mal hier. Ja. So. Ja, das sind die kleinen Theatertricks, die natürlich auch beim Film benutzt werden. Die Regie war jetzt übrigens sehr enttäuscht, dass ich mir nur in den Oberschenkel gestochen habe. Also die hat jetzt Sonderwas erwartet. Will man dich loswerden? Möglicherweise. Ich meine, du kannst es ja nochmal, wir können es auch im Stehen mal kurz. Guck mal, ich stelle mich mal hier hin. Ja. Sieht man, von hier könnt ihr mich hier irgendwie einfangen. Ja, wir warten mal. Ja, wir machen mal den Berühmte in den Rücken. So. Oh ja. So, dann. Friedbert, ich wollte gerne zu dir kommen mit dir. Ja! Auch du, Brutus! Es war sehr theatralisch. Ja. Natürlich nicht wirklich. Also es hat sich nicht wirklich nach Tod angefühlt und wahrscheinlich auch nicht für die Zuschauer ausgesehen. Ne? Das habe ich jetzt nicht so. Ich musste ja aktiv sein. Das war jetzt für mich nicht sichtbar. Aber du warst sehr gut. Also wunderbar. Also lässt man durchgehen. Natürlich nicht am Kriminaltheater. Da muss man einen Tod schon etwas anders spielen. Naja, solche Vorgänge, Erstechen, Erschießen, das muss man schon lange probieren, damit das auch wirklich realistisch, wenn es dann realistisch sein soll, dass das auch wirklich glaubhaft ist für den Zuschauer. Denn die erste Reihe ist dann doch so weit nicht weg. Ja? Und wir sind ja auch kein großes Haus, 200 Plätze. Das muss schon sehr gut probiert sein, die Abläufe, das Timing. Ja. Aber das es ist jetzt auch wichtig. Nicht unbedingt so, auch wenn die Leute in der ersten Reihe das alles ein bisschen besser sehen, ihr arbeitet nicht wahnsinnig mit Theaterblut. Ne? Also jemand ist dann tot, ja, spielt das auch ganz gut, aber da muss nicht unbedingt Blut fließen, oder? Nein. Macht ihr das schon gern? Nein, das machen wir ungern eigentlich, weil das ist einfach ein Realismus, der mich eigentlich auch beim Film sehr stört. Ja. Ja. Dass da sehr viel Theater- oder Filmblut fließt, das muss man auch, vieles muss man auch gar nicht zeigen. Ich sehe das oft in den Krimis im Fernsehen. Da wird dann sekundenlang oft auf die Wunde gehalten. Ich glaube, das erzählt ja nichts. Ja? Ja. Also eine gute Geschichte braucht das nicht. Also haben auch die alten Miss Marple-Filme haben das eigentlich auch nicht. Ne? Da Nein. sieht man, es sieht geht man ja, auch nicht viel. Es geht ja um die Psychologie, genau. Die Personen, um die Figuren, die miteinander in Verbindung treten, um Motive, warum ist diese Tat passiert. Und bei Agatha Christie ja selten, dass das also direkt im Stück passiert. Ja. Ja. Und wenn, dann hat sie Gift. Sie war ja Apothekerin im Ersten Weltkrieg und hat da sehr viel gelernt und war auch Krankenpflegerin bei den englischen Behörden. Und hat da sehr viel gelernt, wie man Gift mischen kann. Das merkt man in ihren Romanen und in ihren Stücken, dass sie da sehr genau Bescheid weiß, was man machen kann, um jemanden unblutig vom Leben in den Tod zu befördern. Ich werde gleich noch ein bisschen natürlich nachfragen, worum es in Ein Mord wird angekündigt geht, ob es dort eine Bluttat gibt oder ob dann doch mit Gift gearbeitet wird. Jetzt haben wir für Sie erst einmal, bis hierhin ganz lieben Dank, Wolfgang, etwas von Birgit Laurich. Schauen Sie mal rein. Birgit Laurich ist Botschafterin der allumfassenden göttlichen Fülle, die Manna genannt wird. Es ist ihre Lebens- und Herzensaufgabe, dich mit all ihren spirituellen Gaben sowie ihrer langjährigen Erfahrung in ein glückliches Fülleleben zu führen. Dabei unterstützt sie dich liebevoll, einfühlsam und beantwortet all deine Fragen ehrlich und treffsicher. Zusätzlich hat sie dafür mit der Intuition des Göttlichen vielfältige Manna-Fülle-Produkte entwickelt. Sie arbeiten gleichzeitig als besonderes spirituelles Werkzeug und Hochfrequenzsender Empfänger zur geistigen Welt für dich. Ach, die Steffi. Die Stefanie Gralewski ist nämlich jetzt da für den Hexenkalender. Mhm. Ja, wollen wir den Vorspann uns angucken dazu? Total, ja, das machen wir. Mhm. Steffi! Ja.
Schön, dass du da bist. Ja. Wir sprechen heute, es ist natürlich etwas ungewöhnlich, wir sind ja schon fast mit dem Jahr wieder, also das neigt sich schon langsam wieder. Ja, eben. Und jetzt geht es im Islam aber erst richtig los, das Jahr. Wir feiern demnächst das islamische Neujahrsfest. Morgen. Morgen? Ja, wir immer zum Neujahr. Also im Islam ist es so, dass der Monat fängt mit dem neuen Mond an. Mhm. Ja, also zum Neujahr, zum Neumond hin. Morgen haben wir allerdings hier erstmal morgen früh um 7:29 erstmal die Mondpause, sprich Schwarzmond, nichts zu sehen. Mhm. Und wenn man die neue Sichel sieht, dann geht es los. Das zieht sich durch alle Feiertage, die wir im Islam so haben. Also der Fastenmonat beginnt, wenn die neue Sichel zu sehen ist, und endet, wenn die neue Sichel zu sehen ist. Und so ist es auch mit dem ersten Monat des neuen Jahres, das morgen beginnt. Das heißt, im Islam ist es so, du hast ein Mondjahr, also nicht wie wir haben ja ein Sonnenjahr, sondern ein Mondjahr, das ungefähr 11 Tage kürzer ist. Und daher kennen wir das auch, dass der Ramadan sich verschiebt, ne? Über den Sommer, Frühling und so weiter verschiebt. Und das ist jetzt auch so, der und damit das neue Jahr fängt auch dann in den Feiertagen an. Ja, genau, damit auch das neue Jahr dann verschiebt sich jedes Jahr, der Beginn, weil du hast dankenswerterweise mal also den Hexenkalender 2017, also den aktuellen, mitgebracht. Mhm. Da haben wir das Neuersfest im Juni. Nein, das haben wir im September. Das haben wir heute. Auch im September. Wir haben jetzt 2017 aktuell. Ach so, hier haben wir 2017. Ja. Warum habe ich hier 2018 jetzt gerade? Weil ich schon mal die neuen Bilder mitgebracht habe. Meine Güte, so hat sich das verändert mit. Lass uns mal zeigen. Ich habe ja immer eine. 2017. Genau, und ich habe ja immer eine tolle Illustratorin, 2018. die die Symbole der verschiedenen Religionen malt für meinen Kalender, ganz exklusiv. Und ich bemühe mich natürlich auch immer, Zitate, Sprüche, Sprichwörter aus den verschiedenen Religionen aufzugreifen. Das liegt einfach daran, weißt du, ich mache ja den Hexenkalender, damit man sich den verschiedenen Religionen annähert. Und das ist mir jetzt für das Neujahrsfest total wichtig, meine Lanze für den Islam zu brechen. Weil der Islam ist ja im Grunde nichts Schlimmes. Es gibt im Koran Sachen drin, da stehen Sachen drin, die man heute so nicht mehr sagen würde oder die man heute nicht mehr so machen würde. Aber derjenige, der eine Bibel zu Hause hat, der darf da gerne beim Alten Testament nachschlagen oder auch durchaus ein Stück weit im Neuen und findet auch Sachen, die man heute so nicht mehr machen würde. Ja? Und das heißt, wir müssen einfach bedenken, dass das Bücher sind, die über 1000 Jahre alt sind, ja, und die einfach modern interpretiert werden müssen, was in der Kirche passiert. Der Pastor spricht im Normalfall, es sei denn, wir haben einen sehr orthodoxen Pastor, das gibt es ja auch, einen sehr konservativen Pastor, aber im Normalfall ist es an unsere Zeit angelehnt. Und genau das macht ein Imam auch im Islam, in der Moschee, der Predigten, die es dort durchaus gibt. Das hat was mit unserer Zeit zu tun. Und im Koran steht sehr viel über Liebe, sehr viel über gute Taten, die man dem anderen Gutes tun soll. Und ich halte immer nicht so viel davon, wenn man eine ganze Religion an den Extremisten misst. Weil das kann man im Christentum auch und es würde uns alle nicht glücklich machen. Was passiert denn im islamischen Neujahrsfest? Also bei uns ist ja klar, Silvester, so, dann werden noch mal Raketen losgelassen. Man vertreibt die bösen Geister. Sind ja auch quasi so ein bisschen alte Riten noch. Wie ist es im Islam? Was ja, man sagt ja, die Moslems feiern immer. Ne? Mhm. Also gerade wenn wir in Ländern unterwegs sind, wo es den Islam gibt, dann da findest du also ganz muntere Feiern, Familienfeiern. Es wird immer viel gegessen, es wird toll gefeiert. Also ich finde, die wissen, wie man feiert. Mhm. Ja? Und das Neujahrsfest ist aber eigentlich eher ein Gedenktag, denn es erinnert daran, dass Mohammed von Mekka nach Medina aufgebrochen ist. Und es war im Jahre 622, im April damals. Und da hat sozusagen die Zeitrechnung neu angefangen. Denn es gibt sehr viel mehr Gemeinsamkeiten zwischen Islam und Christentum und auch Judentum, als man eigentlich manchmal wahren möchte, als man manchmal denkt. Denn alle Geschichten aus dem Alten Testament sind komplett gleich. Okay. Und das heißt, es machen sich dann zum Neujahrsfest viele Menschen auf nach Medina? Also die verschiedenen Fahrten gibt es öfter. Also anders gibt es einmal im Jahr eine große Pilgerfahrt. Aber man kann natürlich zu verschiedenen Feiertagen auch kleinere Fahrten unternehmen. Mhm. Das ist in Ordnung. Aber es geht eher darum, sich daran zu erinnern. Ja? Sich an Mohammed zu erinnern, der ein Prophet war. Also das heißt, die Moslems glauben ja auch an Jesus. Ja? Die sagen, Jesus war auch ein Prophet. Mhm. Nicht mehr, aber halt auch nicht weniger. Ja? Und das finde ich ganz interessant. Und ich bin ja immer dafür, dass man Gemeinsamkeiten sucht. Weißt du, dass man Gemeinsamkeiten herauspickt und die miteinander zelebriert. Und das, was nicht so miteinander harmoniert, das lässt man einfach außen vor. Also im Islam morgen ein etwas
ruhigeres Fest. So, so da, kann man es. Ja, also das ist schon man, eine Innenschau, ein bisschen Besinnung. Ja, und schon natürlich Familienfest. Ne? Mhm. Man trifft sich, man isst miteinander. Man darf seinen muslimischen Nachbarn auch morgen mal alles Gute wünschen. Oh, okay. Man darf auch generell mal Hallo sagen, finde ich. Und ein frohes neues Jahr. Meinetwegen auch das. Ja. Ganz ehrlich, die freuen sich doch. Ja, also wir freuen uns doch auch, wenn man mit uns ganz normal sich unterhält. Ja, das darf man auch bitte, das darf man wirklich auch mit solchen Menschen anderes Glaubens tun, für welcher Religion auch immer. Und man darf mal verschiedene Gotteshäuser besuchen gehen. Das möchte ich auf jeden Fall einladen. Gerade in Berlin ist es möglich, aber es gibt auch in vielen anderen Städten Deutschlands Moscheen, die darf man mal besuchen. Und man wird sehen, dass man dort herzlich aufgenommen wird und dass die Menschen einem total gerne erklären, was die glauben, was man beachten muss, was wichtig ist. Und ich finde, das macht die Vielfalt aus, die wir jetzt in unserem Land haben dürfen. Und ich denke, dafür dürfen wir auch gerade morgen, aber auch generell mal dankbar sein. Dankbar sein ist immer gut und ja, zur rechten Zeit auch schon ans neue Jahr denken. Bei uns ist es erst in etwas mehr als 3 Monaten soweit. Genau. Aber natürlich gibt es schon den Hexenkalender 2018. Den hat Steffi natürlich rechtzeitig an den Start gebracht. Sieht schön aus. Ja, danke. Und natürlich, du hast ja gesagt, du legst auch Wert drauf, dass sich inhaltlich auch immer ein bisschen was verändert. Also natürlich. Du druckst nicht immer nur das neue Jahr drauf und innen drin ist alles immer gleich. Nein, auch das verändert sich jedes Jahr wieder. Ganz genau. Also freuen wir uns sehr auf den neuen Hexenkalender. Mhm. Den können Sie jetzt einfach auch schon kaufen, ne? Wenn man mag. Ja, dann bitte, greifen Sie zu. Wir sehen dich nachher nochmal mit der wahren Geschichte. Ja. Bis hierhin erst einmal ganz lieben Dank. Jetzt, liebe Zuschauer, haben wir Sonja Lappissen im Bewegtbild. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sonja Lappissen. Lebensberatung ist neue Sicht und Handlungsweisen zu entdecken. Hinter jedem Problem, was Sie gefangen hält, verbirgt sich die Chance. Meine Ziele in der Beratung sind positive Veränderungen. Ich erkenne Hintergründe und Zusammenhänge. Ich helfe Menschen, ihren Gefühlszustand zu verbessern und ihr Ziel zu erreichen. Ich freue mich auf unser Gespräch. So, wir haben Zuwachs bekommen. So kann man es sagen, ne? Einfach, ich bin Versuchskaninchen, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber es ist auf jeden Fall eine Versuchsperson, die gleich eine Faszinationstrance erleben wird. Wir begrüßen Oda Meubrink bei uns. Sie ist Heilpraktikerin. Hallo. Und arbeitet viel mit Vitamin D, habe ich gehört. Ja, ich bin Vitamin D-Beraterin im Vitamin-Delta-Netzwerk und Matrix-Rhythmus-Therapeutin hier in Berlin. Mit auch eigener noch. Praxis, ja. Also schon ein bisschen was anzubieten. Wer in Berlin lebt, gerne mal dann auch auf deine Internetseite schauen. Jetzt wirst du etwas erleben. Weiß ich, Trancen hast du natürlich selber auch schon die eine oder andere erlebt. Ja, ich bin auch Schülerin von Friedbert und hast da einiges schon einiges gelernt, miterlebt. Ja. Was hast du jetzt gleich mit Oda vor? Eine Faszinationstrance. Das heißt, wir kennen ja in der Hypnose die normalen verbalen Suggestionsmethoden oder was wir beim letzten Mal gemacht haben, die hypnogenen Zonen. Mhm. Und man kann Menschen auch hypnotisieren, einfach nur durch die Augen. Durch den Blick, also wie die Schlange K im Dschungel. Ja, genau. Und das ist ja auch bei vielen Menschen noch in den Köpfen drin, dass das eigentlich Hypnose ist. Ja. Ja. Das ist, früher war das ja auch so, ne? Die mesmerischen Striche, der Blick und so weiter. Ja, und das wirst du jetzt gleich mit... Das kennt sie auch noch nicht. Das kenne ich noch nicht. Und dann hast du dir, glaube ich, auch was Besonderes überlegt? Du wirst hier normalerweise noch eine Suggestion mitgeben, oder? Ja, normalerweise läuft das auch überwiegend nonverbal. Das heißt, man bringt die Leute in Trance, überlässt sie dann der Trance quasi, damit das System sich selbst regenerieren kann. Aber es ist dann vielleicht doch ein bisschen langweilig für die Zuschauer. Deshalb dachte ich, wenn Oda das möchte, bauen wir noch eine kleine Sache ein. Zum Beispiel was Lustiges, ein Lachschalter oder sowas. Wenn du gerne lachst. Wenn du das möchtest. Wenn gerne. Bau mir einen Schalter an. Ja, lachen ist gesund, geht ja lachen. Also wie gesagt, ich bin also kein Freund von Manipulationshypnose. Mhm.
Deshalb werde ich es ihr überlassen. Wenn sie das möchte, kann sie lachen. Lachen ist was Schönes, ist gesund. Ich finde es hilfreich. Ja, ich habe mir auf dem Weg hierher überlegt, dass es könnte helfen, meinen Gesichtsmuskeln ein bisschen Lockerheit zu geben. Ja, also passt das sogar. Gut. Und ich meine, kann ja auch ansteckend sein. Also möglicherweise lachen wir nachher hier alle im Studio. Lieber nicht. Stimmt schwer mit der Ruhe zu. Ja, ne? Ja, ja, wollen wir gucken, ob oder wenn du den Schalter dann anmachst, dann die ganze Zeit hier durchlacht. Und ob wir dann angesteckt werden oder nicht. Oder schaltest du an und aus oder macht oder das selbst? Kann sie dann selber machen, mhm. Zu Hause. Okay, immer mal so einen kleinen Knopf drücken am Bein und genau. Dann fängt sie an zu lachen und wenn du wieder drauf drückst, ist auch wieder Schluss. Warum nicht? So machen wir das. Ja, ja. Dann würde ich doch sagen, dann wollen wir mal gucken, wie so eine Faszinations... Wie viel Zeit haben wir? Wie viel brauchst du? Ja, ein paar Minuten. Ja, mach mal. Ich lehne mich zurück, guck mir das mal an, liebe Zuschauer. Ja. Faszinationshypnose mit Friedbert Becker. Wir machen es mal. Wir fangen im Stehen an. Ja. Ja. So. Schaust du einfach hier hin. Ja.
So, sie befindet sich jetzt in der leichten Trance. Mhm. Und jetzt ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Normalerweise lassen wir die Leute dann ganz in Ruhe. Das heißt, sie gehen dann von selbst tiefer in Trance. Aber wir wollten der Oda ja ein kleines Geschenk mitgeben. Und zwar einen kleinen Knopf. Die Oda lacht gern, glaube ich. Ich werde jetzt einen kleinen Knopf installieren, hier an deinem rechten Knie. Und sobald ich dann diesen Knopf drücke hier, kannst du ganz deutlich dieses Gefühl in deinem Bauch wahrnehmen, das du kennst, wenn du so richtig ablachen musst. Und ich glaube, du merkst es jetzt schon, ja. Und dieses Gefühl, es kann so stark sein, dass du von selber gar nicht mehr aufhören kannst. Wenn du es jetzt versuchst aufzuhören, wirst du sehen, je mehr du versuchst aufzuhören zu lachen, umso stärker wird dieses Gefühl. Und es kann noch viel, viel, viel stärker sein. In deinem Bauch, ja genau. Das ist erst der Anfang. Es kann noch viel, 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 viel stärker. Jetzt versuche ich mal, das Lachen zu unterdrücken. Du wirst sehen, je mehr du es versuchst, umso stärker wird dieses Gefühl. Und wenn ich dann wieder hier drauf drücke, dann ist alles wieder normal jetzt. Und wenn ich erneut drauf drücke, ist das Lachen wieder da. Gehen wir, liebe Zuschauer, lachend im Programm kurz weiter, werden natürlich gleich mit Friedbert und Oda mal über ihre Erlebnisse sprechen. Jetzt haben wir für Sie Elisabeth Tadler und Claudia Vogt im Bewegung. Schalten wir es wieder aus. Das Wort Problem bedeutet für mich, lass mich das, was ich habe, anschauen, um dann eine Lösung zu finden. Und in jeder Situation gibt es eine Lösung, ganz gleich welcher Art. Es gibt immer eine Lösung. Ich kann immer schauen, wohin mich der Weg führt, damit die Kunden dadurch besser zurechtkommen und vor allen Dingen auch ihre Träume nicht verlieren. Ich sehe es als meine besondere Berufung, Sie ein Stück Ihres Weges zu begleiten. Unter anderem bin ich Expertin in Beziehungs- und Partnerschaftsfragen, sowie wenn es um die Fragen Ihrer Kinder und Enkelkinder geht. Selbst in einer Ehe und Partnerschaft, Mutter von 6 Kindern und 6 Enkelkindern, unterstütze ich Sie auch dabei. Wolfgang Seppelt vom Berliner Kriminaltheater ist bei uns. Ein Mord wird angekündigt. Das neue Stück, ein Fall für Agatha Christie im Berliner Kriminaltheater. Nächste Woche Donnerstag die Premiere. Wir sehen Sie hier hocken, auch auf dem, mit einem Revolver. Und da ist schon, sag mal, die Abzeichnung, ja, einer mal dort gelegenen Leiche. Ja, wird genau. Es blutig oder geht es um Gift? Also wenn sie einen Revolver hat, gehe ich mal davon aus. Also das wird auch die Mordwaffe sein? Genau. Miss Marple ist da schon im Untersuchungsmodus. Wir sehen also, dass wir Rutherford nicht nachmachen, sondern dass wir da eine andere Lösung finden. Sollte man auch nicht machen, ja. Weil das ist so ein Original, dass man da auch darstellerisch versucht, da anders zu arbeiten. Ja. Das ist Gundula Piepenbrink, die bei uns in vielen, vielen großen Rollen zu sehen ist und die als erste Mal als Miss Marple in der Rolle der Miss Marple war für Sie mit Sicherheit auch eine Herausforderung, eine Figur, die natürlich auch so präsent aus den alten, ja, aus diesen Schwarz-Weiß-Filmen ist und auch die Nachfolgerin, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, die dann Miss Marple gespielt hat. Ja, die war ja auch ganz anders. Dann, war nicht? Eben völlig anders. Figürlich schon anders. Auch da, ja, hast du aber immer so das Gefühl, ja, aber die alte Miss Marple, weil das so wirklich so, ja, ein Charakter, das so, war. Ja, das dürfen die Leute ja auch mitbringen, dieses Gefühl in unser Theater. Aber dieses Nachmachen, dieses 1:1 Kopieren geht selten gut. Ja. Nix, ne? Und ist auch für einen Schauspieler ja keine interessante
Variante. Die Gundula Piepenbrink hat ja schon bei uns Zeugin der Anklage die Hauptrolle gespielt. Da hatte sie als Vorbild Marlene Dietrich. Mhm. Also ich habe noch nicht viele Schauspielerinnen erlebt, die Marlene Dietrich versucht haben, wo es gut gegangen ist. Ja, also wo man sagt, ja, also immer versuchen, eine andere Lösung zu finden. Und Schauspieler haben ja Möglichkeiten. Und Regisseur Wolfgang Rumpf hat da auch ganz bewusst eine Besetzung gewählt, die weggeht vom Vorbild. Dass die Leute dann hinterher sagen, ja, das ging doch. Wolfgang Rumpf, haben sehr intensiv natürlich auch miteinander gearbeitet. Wir haben auch, du hast einen kleinen Einspieler mitgebracht von den Proben. In einer Zweisamkeit quasi intensiv miteinander gearbeitet. Wir schauen einfach mal kurz rein. Hier wird genau dasselbe erwähnt. Hören Sie mal. Ich wünschte, du würdest mehr unter Menschen gehen. Niemand außer dir bemerkt es überhaupt. Ich mache mal nicht ganz so schnell hoch den Kopf. Was heißt denn, niemand außer dir bemerkt es überhaupt? Dann erst hoch, weißt du? Ja? Hier wird genau dasselbe erwähnt. Hören Sie mal. Ich wünschte, du würdest mehr unter Menschen gehen. Niemand außer dir bemerkt es überhaupt. Schön, aber... warte mal, ich komme mal rauf. Versuch doch mal, dass du gar nicht so sitzt, wie du jetzt sitzt. Mhm. Sondern, das bringt mich auch nicht. Das ist einfach von so. Hey, weißt, guck mal hier. Dass du so drauf sitzt und du Ding so machst. Alles klar. Was ist denn damit? Was sagen wir dazu? So eine gewisse Souveränität irgendwie. Ja? Ja? Nur mal gucken. Wir gucken. Ja, probier ich. Okay. Ja. Ja, also da wird wirklich an kleinsten Details gefeilt. Also hier der Blick, wann der Blick dann hochkommt nach dem Bild. Also das da sieht man sehr schönes Beispiel. Da sieht man sehr gut, wie am einzelnen Satz gefeilt wird. Nicht nur, wie man ihn spricht, laut, leise, langsam, schnell, sondern wie dazu der Körper sich verhält, die Requisiten, die Möbel, manchmal auch Partner, nicht Dialog. Mhm. Das ist ja hier ein kleiner Monolog. Da wird lange dran gearbeitet. Das soll der Zuschauer natürlich nicht merken. Der soll am Abend denken, das ist jetzt der Schauspielerin eingefallen. Ja. Das ist natürlich nicht so. Da wird lange an den ganz kleinen Textstellen gearbeitet. Und so ein Buch hat 80, 90 Seiten. Mhm. Das heißt also, wir wissen schon in den 8 Wochen, was wir zu tun haben. Ja. Du hast ja auch gesagt, es geht um die Psychologie eines solchen Stückes und nicht um einen brutalen Mord, wo man Blut fließen sieht. Und das sind dann eben genau diese ganz, ganz kleinen Dinge, diese ganz kleinen Gesten, die so eine Psychologie dann eben auch noch stützen. Ja, das ist auch unsere Gegenkonzeption gegen 20.15 Uhr im Fernsehen. Ja, da, die können auch das anders machen, klar, aber wir versuchen das nicht gewalttätig. Ist auf der Bühne realistisch auch schwierig. Wir können auch keine Autoverfolgung machen, wo der Film etwas im Vorteil ist. Wir versuchen das über die Figuren und den Zuschauer mitzunehmen und ihn vor allen Dingen im besten Falle, wer war es? Ja? In der Pause sollen die Leute nachdenken, rätseln meinetwegen. In der Mausefalle ist es den wenigsten gelungen, in der Pause zu sagen, wer ist es denn nun gewesen? Ja? Und das ist doch der Spaß daran. Und die andere Variante von Krimi. Ja. In diesem Fall, ein Mord wird angekündigt, entnehme ich mal dem Titel, dass ein Mord angekündigt wird zu Beginn und Miss Marple ihn nicht verhindern kann? Oder wer kann ihn nicht verhindern? Genau, so ist es. Wird der Miss Marple gegenüber angekündigt? Mehr verraten wir jetzt auch nicht, weil die Leute sollen ja ins Theater kommen. Ja, genau. Es wird ein Mord annonciert in der Zeitung. A Murder is Announced heißt der englische Titel. Ah, okay. Und Miss Marple liest das und wird also neugierig. Sie ist ja sehr neugierig. Natürlich, das ist ihre herausstechendste Eigenschaft. Ja, genau. Und da kommt sie also aufgrund der Annonce in dieses Haus und der Mord ist dann schon passiert. Und nun fängt Miss Marple an zu ermitteln. Ja.
Also sollten auch Sie, liebe Zuschauer, jetzt neugierig geworden sein, dann melden Sie sich im Berliner Kriminaltheater, besorgen sich 1, 2, 3 oder noch mehr Karten. Für die Premiere sieht es mau aus, aber danach wird direkt am kommenden Wochenende, am nächsten Wochenende, nicht dieses Wochenende, am nächsten Wochenende, ab 28. dann gespielt, ab 28. Also da finden Sie dann noch das ein oder andere Ticket. Melden Sie sich gern. Ganz lieben Dank. Bis hierhin, Wolfgang. Jetzt haben wir für Sie die wahre Geschichte. Der September-Zukunftsblick hat etwas bereitgestellt, nämlich eine wahre Geschichte, die du präsentierst, liebe Steffi, und zwar von Claudia Vogt. Ganz genau, die kennen wir ja aus Leben. Ja, war gestern auch per Skype zugeschaltet und ich glaube, morgen ist sie auch wieder in der Sendung. Ach guck, sie ist toll. Was hast du mit Claudia Vogt erlebt oder was hat Claudia Vogt erlebt? Also ich nicht. Nein. Aber wir haben ja in der tollen Geschichte, der wahren Geschichte, ist es ja so, dass Kunden uns, also Anrufer, uns sagen, Mensch, mit der und der, also in dem Fall mit der Claudia, habe ich was Tolles erlebt. Mhm. Und wir möchten das natürlich trotzdem so anonym wie möglich halten, auch wenn wir das im Zukunftsblick abdrucken. Das heißt, Vornamen ist immer geändert, ja, aber der Rest passt schon. Mhm. Ne? Und diesmal geht es um Anne, 52, aus Wiesbaden. Getrennt, ne, also geschieden, war alleine und hat nach langer, langer Zeit einen Herrn wieder getroffen. Ja, wie das manchmal eben so ist, der zur damaligen Zeit ihre Erzrivalin geheiratet hat, wenn es sowas, ne? Es gibt es ja auch im Alltag, ja, das sagt man dann vielleicht nicht so, aber es ist ja vom Prinzip her das, ne? Und ja, hat sie dann ihn 20 Jahre später wieder getroffen und dann haben die sich ab und an getroffen und sind miteinander ausgegangen, haben sehr viel geredet und haben gemerkt, dass da irgendwie mehr ist. Er war aber noch mit der anderen Frau verheiratet, was er ja auch, er kam da nicht so richtig raus. Ne? Also er wollte schon, er war auch unglücklich, aber er kam da nicht so richtig raus. Und dann hat er sich nicht gemeldet, abrupt nicht gemeldet. Und dann verging eine Zeit und dann hat er sich wieder gemeldet. Dann sind sie wieder ausgegangen, haben wieder miteinander gesprochen, haben wieder ein Stück weit zueinander gefunden, hat dann wieder einen Kontakt abgebrochen. Und das zog sich so, und zwar 7 Jahre. Ui! Und die Anne ist natürlich wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen, ja, hat furchtbar gelitten unter der Situation, weil einerseits wollte sie jetzt auch mal Tacheles, ne? Also jetzt, komm mal aus dem Quark, was ist das jetzt? Ich möchte jetzt endlich mal glücklich sein, partnerschaftlich. Andererseits hat sie sich immer so schuldig gefühlt, ja, weil sie geht in die bestehende Ehe hinein und so als Sünderin, ach, ganz schlechte Gedanken und es ging ihr einfach gar nicht gut. Und ja, sie hat verschiedene Kartenleger befragt, die haben immer gesagt, es wird nichts. Und dann hat sie von einer Freundin den Tipp bekommen, mal bei Questico anzurufen und konkret mal auf der Webseite zu gucken und das Profil von der Claudia anzugucken. Und dort hat sie den Mut zusammengenommen und hat dann die Claudia angerufen. Und Claudia war die Erste, die gesagt hat, pass auf, das wird schon was. Aber über den langen Weg, weil es eine karmische Verbindung, was ganz Besonderes, Schwieriges und so weiter. Und einen Zeitrahmen braucht man gar nicht abstecken, kann es vergessen, weil es braucht einfach richtig Zeit. Und es war schwierig. Schwierig für die Anne, weil sie wollte ja jetzt, ne, jetzt glücklich sein, jetzt den Mann für sich alleine. Ja. Und hat daher aber da sehr viel, also Claudia hat dort ganz sensibel, ganz feinfühlig gearbeitet, ja, in den Karten geschaut, hellfühlig, energetisch. Und hat das wirklich geschafft, die Anne so da durchzuführen. Ne? Und zwar immer so, dass sie nicht in der Warteposition ist, weil das ist ja das, was zermürbt. Ja. Ja? Und auch nicht zu schimpfen und zu sagen, Mensch, du, ja, gehst hier in eine Ehe dazwischen oder so. Ne? Weil die Anne ist vorher tatsächlich immer geschimpft worden von der Kartenlegerin, ja, was sie sich das überhaupt da denkt. Ne? Und das hat die Claudia ganz anders gemacht. Und dann wirklich gesagt, okay, pass auf, das ist jetzt einfach so, wie es ist. Das Kind ist jetzt in den Brunnen gefallen, jetzt machen wir das Beste draus. Ohne, dass du wartest, ohne, dass du in diese Warteenergie gehst, die irgendwie auch nicht gut ist. Und dann hat die Claudia dafür gesorgt, dass die Anne in Selbstwert gegangen ist. Ne? Immer mehr, sich gelöst hat, ihr Leben aufgeräumt hat, ja, im Berufsbereich mal auf den Tisch gehauen hat, falsche Freunde aussortiert hat und so. Und während sie das getan hat, hat sich auch der Mann entwickelt. Mhm. Immer mehr, weil konnte er ja auch, weil Anne keinen Druck mehr gemacht hat. Und das heißt, inzwischen ist es so, dass der Mann dabei ist, sich zu trennen. Also er hat es öffentlich gemacht, ne? Also nicht so, ich trenne mich, sondern wirklich, ja. Also öffentlich gemacht, dass er
mit der Anne zusammen ist. Und ich finde das auch ein schönes, berührt mich so, weil ganz oft heißt es immer, wenn die Männer sich nicht melden, dann wollen die nichts. Mhm. Das ist aber nicht immer der Fall. Da können auch andere Themen dahinter stehen. Ja, naja, ganz ehrlich, das kannst du vielleicht bestätigen, aber Männer haben auch Angst. Nein. Oder? Wirklich? Nein, was sagst du, wenn wir heute so in der Männerrunde sind? Männer haben doch auch Angst. Doch, haben wir alle. Also im Kriminaltheater muss man ja fast Angst haben. Da passiert ja immer mal was. Na, aber also, ne, so, ja. Weißt du, man hat ja auch immer, wenn man sich dann so lange nicht gemeldet hat, dann ist es auch schwierig, dein Telefon zur Hand zu nehmen. Was soll man denn da sagen? Man muss ja befürchten, dass derjenige oder diejenige einfach nicht mehr mit einem sprechen will. Das ist schwierig und es ist toll, dass es so Berater gibt wie Claudia, die uns wirklich den Anrufer so annehmen, wie er eben ist und ganz liebevoll beraten. Wer Claudia auch sprechen möchte, gerne von ihr einen Rat möchte, erreicht sie wie? Erreicht sie unter questico.de. Da kann man mit dem Namen Claudia Vogt sich das Profil anschauen. Da kann man ganz toll auch mal Bewertungen lesen, was andere Anrufer denn von der Beratung halten. Das ist gerade für die wichtig, die ja vielleicht noch nie bei Questico angerufen haben oder das ein bisschen komisch finden. Die können das zuerst mal in Ruhe lesen. Ansonsten können die sich unter der Nummer, ich glaube, es war gerade vorhin auch ein bisschen eingeblendet, können die sich einwählen, können sie mit Claudia Vogt sprechen möchten. Die hat den Beratercode 4438 und dann geht's auch schon los. Dann freuen wir uns drauf. Genau. Claudia, auf viele nette Gespräche. Mhm. Ganz lieben Dank dir für die wahre Geschichte. Gerne. Und später vielleicht. Genau. Zum Ende der Sendung. Mal gucken. Wir schauen mal. Jetzt haben wir für Sie etwas von Gabriele Iasetta. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Liebe Zuschauer, Friedbert Becker und Oda haben eine kleine Trance erlebt, beziehungsweise Oda hat sie erlebt. Und ich habe gesehen, dass du so ein paar Punkte bei Oda auch berührt hast, so nach und nach. Waren das quasi diese hypnogenen Zonen? Also es war ja eine sehr nonverbale Trance-Einleitung. Finden wir da Hinweise zu diesem Buch? Ja, das sind die hauptsächlichsten Zonen oder Punkte sind da drin beschrieben. Aber im Grunde genommen löst jeder Punkt, der berührt wird, unbewusste Suchprozesse aus. Das heißt, führt quasi in Trance. Die Kunst besteht halt, wenn man jetzt eine richtige ausgeprägte Trance herstellen will, zu beobachten, was mag der Klient und wo hat er eventuell Abneigungen. Mhm. Und weil es ist nicht bei jedem Menschen gleich. Ne? Und die Punkte, wo man sehen kann, die kommen gut an, die benutzt man halt vermehrt und dann ist das gar kein großes Problem. Man kann also jeden Menschen ziemlich schnell in Tiefe draus bringen. Man muss halt nur möglichst den Mund halten. Nicht so viel erzählen, sondern einfach handeln. Das sollten Sie auch tun, wenn Sie sich für hypnogene Zonen bzw. Trancen in nonverbaler Art interessieren. Dann rufen Sie uns an. Dieses Buch können Sie nämlich gewinnen. Und auch noch 2 Tickets vom Berliner Kriminaltheater für ein Stück Ihrer Wahl. Einfach mal in den Kalender schauen, in den Spielplankalender vom Berliner Kriminaltheater. Dieses wunderbare Paket gibt es zu gewinnen, wenn Sie folgende Frage beantworten. Was ist das Spezialgebiet von Friedbert Becker? Ist es A, die Tortendekoration oder B, die Hypnose? Rufen Sie uns an unter der 0137 988 1404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 0901 050 1900. 18 Jahre alt müssen Sie sein. 50 Cent kostet der Anruf aus dem Mobilfunknetz, wie immer. Möglicherweise etwas teurer. Bis 15 Uhr sind die Leitungen noch geschaltet, also nur noch ein paar Minuten. Und die Teilnahmebedingungen finden Sie wie immer auf astrotv.de. Jetzt mal die Frage an Oda, wie war es für dich? Weil, wie hast du das erlebt? Als du da gestanden hast, ich habe gesehen, du bist so leicht ins Wanken gekommen. Friedbert hat da dich eben fasziniert, wie die Schlange K. Wie hast du das empfunden? Was ist da bei dir passiert? Ich erlebe die Hypnose immer wieder sehr wach. Also ich bin auf eine bestimmte Weise sehr wach, sehr präsent. Aber die Geräusche beispielsweise, die waren auf eine Weise laut und doch weit weg. Mhm. Also der Raum war groß.
Friedbert war sehr präsent. Irgendwann haben mir die Augen gebrannt und ich hatte das Bedürfnis, ich möchte die schließen. Mhm. Kam, glaube ich, auch ein bisschen Tränchen raus. Und es war gut. Also wieder erwarten. Nee, ich hatte schon eine positive Grundeinstellung und wir haben ja auch schon gearbeitet. Also es war eine schöne Reise. Und was ich noch beschreiben kann auf der körperlichen Ebene, haben durch die Berührung, die ich sehr genau wahrgenommen habe, hat sich mein inneres Sehen fokussiert. Mhm. Also auch mit Farben, mit manchmal sieht man so Sternchen, irgendwie, wenn man die Augen schließt. Also verschiedene Bilder, die wir alle kennen, wenn wir die Augen schließen, haben sich so fokussiert. Und es hat dir einfach in die Richtung gut getan. Also du hast dich dabei sehr wohl gefühlt. Ja, ja, das ist... Was war das dann für ein Moment, als Friedbert mit den Suggestionen quasi angefangen hat und dir diesen Lachschalter installiert hat? Also du hast dann ja wirklich aus ganzem Herzen gelacht. Ich fand es auf eine Art irgendwie skurril, so etwas angebaut zu bekommen in Gänsefüßchen. Aber ich weiß aus eigener Arbeit, dass es total gut funktioniert und... Ja. Nur sich selbst so einen Knopf anbauen, ist nicht so einfach. Nee, ist schon ganz gut, wenn man das von außen dann mal so mitbekommt. Das geht hervorragend. Und dann wurde immer mal wieder ein- und ausgeschaltet. Also wie war so dieser Wechsel? War das dann tatsächlich, okay, wenn der aus war, ja, jetzt... Nicht gleich, es schwillt so ein bisschen ab. Also das ist immer so ein... ich glaube, unser Bewusstsein geht auch immer so ein bisschen mit so einer Sekunde Zeitversatz hinterher geklappert. Ja, das kann ich sagen. So, es gibt immer so ein leichtes Nachklacken. Individuell in der Reaktion. Natürlich auch so ganz unterschiedlich das Erleben von Trancen, ne? Auch ganz, was hochkommt. Es ist also ganz unterschiedlich. Jeder erlebt es auf eine andere Art. In der Regel ist es so, wenn jetzt jemand überwiegend visuell veranlagt ist und er dann starke Körpergefühle wahrnimmt, dann empfindet er es als extrem starke Trance. Und umgekehrt auch, wenn jetzt jemand... zum Beispiel auditiv veranlagt ist und sieht dann Bilder oder Farben, der erlebt es dann eben als ganz intensive Trance. Also man kann eigentlich gar nicht von Trance-Tiefe sagen, sondern mehr von der Intensität des Erlebens, was man eben erlebt. Ne? Dass das einfach mal eine ganz andere Welt ist, als die, wenn man was, die Augen so offen hat und durchs Leben geht. Was man manchmal, also auch da kann man ja sagen, man ist eigentlich so tagsüber ganz häufig in der Trance. Ne? Ja, eigentlich soll das umgekehrt sein. Eigentlich laufen wir ständig in Trance rum oder fallen von einer Trance in die andere. Und wertvoll wäre es eigentlich, uns zu wach zu machen, präsent zu sein, im Jetzt und hier zu sein. Ja. Ne? Also die meisten, oder wir alle, die meiste Zeit verbringen wir irgendwo in der Zukunft oder hängen in der Vergangenheit fest. Und vergessen, das Hier und Jetzt zu genießen. Ne? Also immer in Gedanken mit irgendwelchen Themen beschäftigt. Mit alten Geschichten. Und manchmal auch so etwas unbewusst. Ne? Also dass da irgendwie Prozesse meistens immer ablaufen. Meistens läuft es unbewusst. Ne? Und dann irgendwann stellen wir fest, wo war ich jetzt eigentlich schon wieder mit meinen Gedanken? Ja. Gucken wir mal, was der Spruch des Tages sagt. Weil, zu welchen Gedanken der uns so bringt. Schauspielerei ist die Kunst, die Menschen in einem Theater vom Husten abhalten. Manchmal klappt das, manchmal auch nicht. Da kannst du auch ein Lied von singen. In klassischen Konzerten ja immer noch ein bisschen störender. Als Im Winter sehr problematisch. Ja. Gerade Philharmonie, wo die Akustik so sensibel ist. Ja, da werden ja auch gerne mal Bonbons verteilt. Oh, ne? Sollte man machen. Ganz lieben Dank euch allen, Steffi, auch dir für den Besuch. Schön, dass ihr da wart. Ganz lieben Dank. Oder dass du dich bereit erklärt hast für die kleine Trance-Einlage mit dem Lachschalter. Und Ihnen auch einen bunten, mit Lachen gefüllten Tag, liebe Zuschauer, wenn Sie mögen. Morgen wieder 14 Uhr, leichter Lebenszeit für mich. Bunten Tag, viel Freude heute. Tschüss, auf Wiedersehen. Danke euch. Schön, dass ihr dabei seid. Ganz lieben Dank.